Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Try Dune Spice Wars, wo der schlechteste Fremen der Welt gerade versucht, ein bisschen was zu erobern, läuft aber jetzt nicht perfekt irgendwie und naja, wir arbeiten dran. Das ist so schlecht, ey. Ah. Mir fällt ja auch gerade die Tatsache voll auf die Füße, dass ich irgendwie keine Plaster-Dings habe. Das ist natürlich so ein bisschen ungeil. Aber hier habe ich bald die nächste Armee. Ich hoffe, ich kann euch mal auf den Kopf hauen. So, oh, was ist das hier? Ressourcendefizit. Ja, das ist natürlich scheiße, ne? Okay, gucken wir mal. Ich kann aber zumindest jetzt etwas erforschen. Das ist schon mal ein Anfang. Was ist das denn hier? Ein Siege-Netzwerk. Okay. Ich habe hier meinen Kater, der... Nein, Kater, bitte nicht. Er schmeißt mir gerade sein Gesicht ins... Au, nicht beißen hier. Ja, ich weiß. Wenn ich dich nicht streichle, werde ich gebissen, oder was? Hä? Er möchte gerade ein bisschen Liebe haben. Danke, Kater. Ich hab dich auch lieb. Echt jetzt. Du, ich versuche das jetzt hier irgendwie hinzukriegen. Ja. So, dann mache ich jetzt hier aber mal den Dünenwanderer, weil ich glaube mal, je weniger ich das mit dem Wurm hinkriege, desto eher brauche ich das, dass meine Einheiten nicht so viel Zeug verbrauchen, wenn sie unterwegs sind. Oh, ist das ätzend, ey. Oh Mann. Sehr ätzend. Hier, wo sind meine Krieger? So, Kinders. Hopp. Hier geht's. Ihr müsst den auf den Kopf hauen, bitte. Komm in die... Oh. Während wir den Wüstensand nach Spice absuchen, scheinst du nach dem Tiefpunkt zu graben. Deine Gegenwart hier ist ein Affront. Hallo? Ich bin der Ureinwohner und du bist der zugezogene Typ? Pff. Gibt's ja nicht. Okay, warte mal. Warum kann ich das hier jetzt nicht einnehmen? Ich würde das hier gerne einnehmen. Hallo? Vielleicht, weil ich kein Plaster mehr habe. Oh. Das geht mir jetzt richtig auf den Kopf hier. Ah, jetzt. Okay. Zack. Und hier machen jetzt meine Krieger kurzen Prozess mit den Freaks. Wunderbar. So. Das hier ist mein Gebiet, also verpisst euch. So, ich muss jetzt hier nur noch die Übernahme irgendwo... Ja, ich weiß. Raumgeld, Bestechungsgeld gezahlt. Das ist schon mal gut. Und ich habe einen neuen Agenten. Ah, oh, jetzt ist es wieder meins hier. Sehr gut. Das war ja alles schon so ein bisschen eng hier. Neues Dorf kontrolliert. Sehr schön. Das ist hier unten. Das heißt, ich kann rein theoretisch hier den nächsten Ernter basteln. Denn wir brauchen natürlich ein bisschen Spice. Das wird hier immer teurer werden. Da gehe ich auch mal stark von aus. So, jetzt müssen wir aber mal gucken, dass wir irgendwo Plastal herkriegen. Sonst können wir nämlich gar nichts bauen. Das ist ein bisschen scheiße sonst. Habe ich hier irgendwas, was ich bauen könnte? Nein, kann ich nicht. Wo kriege ich jetzt das Plastal her? Kann ich mit denen vielleicht handeln? Kann ich mit euch irgendwie handeln? Bündnis schließen, Handel. Oh, ich könnte ein Wasser handeln. Okay. Na gut, ein Wasser kann ich mit euch handeln. Das ist schon mal was. Was ist das hier? Ressourcendefizit. Wie mache ich das denn jetzt besser? Ich habe hier zwei Windfallen. Ich verliere hier eine Menge Kohle. Ist natürlich eher unerfreulich. Neues Landsratkonzil. Ah, das ist ja wieder alles richtig super. Nee, lass mal. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Bäm, ich kriege hier 200 Hegemonie. Das ist schon mal gut. Da komme ich so langsam auf die 2000 hinzu, damit ich aus dem Siege Tabor irgendwas machen kann. So. Und hier unten? Was mache ich jetzt denn eigentlich, wenn ich so ein totales Ressourcendefizit habe? Ich werde mal den hier, glaube ich, der hat Rekrutierungsgeschwindigkeit von Agenten, okay. Ha. Ich werde den mal bei den Atreiden aufbauen, weil die Jungs mir schon gesagt haben, dass sie mich scheiße finden. Da
Das ist natürlich nicht erfreulich. So. Okay. Dünenwanderer. Wir sind hier am Forschen. Soweit so gut. Spionage ist auch nice. Jetzt kann ich nur irgendwie gerade nichts produzieren, was ein bisschen kacke ist. Wir haben wenig Arbeitskraft. Ich schätze mal, ich muss halt schlichtweg auch mal ein bisschen Militär auflösen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, aber wir haben echt. Puh. Ja, ich weiß. So, das sieht jetzt hier schon nicht mehr ganz so scheiße aus. Hier haben wir zumindest jetzt wieder ausreichend Arbeitskräfte. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das hier zusammenkriege. Kann ich irgendwie Spice verkaufen? Geht das irgendwie? Spice-Bericht. Ich brauche noch. Wow, das braucht jetzt wieder eine Menge. Puh, das ist jetzt natürlich unerfreulich. Das könnte jetzt ziemlich eng werden. Wieder mal. Reiße einige von deinen Gebäuden ab oder treibe Handel mit anderen Häusern, um mehr Plastahl zu erhalten. Okay. Ich guck mal bei denen hier vorbei, Let's ob get to wir irgendwas business. handeln können. So, ich werde jetzt einfach mal 100 Plastahl handeln. Was ist denn das, was er haben möchte? Der möchte gerne Aufklärung haben. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Also das ist hier jetzt so ein bisschen so ein Hin- und Herschieben mit Ressourcen. Nee, das machen wir nicht. Okay, dann machen wir das mal so rum. Das kann ja schon mal nicht schaden. Dann haben wir jetzt hier 160 Plastil und etwas Aufklärung gegen. Oh Mann. Ungeil. So, okay. Dann habe ich zumindest jetzt etwas mehr Plastil und kann dann hoffentlich hier in diesem Gebiet eine Plastilfabrik bauen. Oh, hier gibt es natürlich mehr Spice-Produktion, aber ich brauche jetzt auf jeden Fall diese Plastilfabrik. Sonst habe ich nämlich hier echt ein Mega-Problem. So. Okay. Das dürfte jetzt die Sache wieder etwas entspannt haben, hoffe ich. Und wenn das Ding in Betrieb ist, sieht das hier alles ein bisschen freundlicher aus. Und ich muss dann mal gucken, dass ich hier unten auf jeden Fall noch ein bisschen Spice ausbeute. So, hier können wir. Warte mal. Pause und jetzt geht's. Was ist das denn jetzt eigentlich hier? Okay, Unterstützung im Landsrat. Na, ich weiß ja nicht. Das sind alles irgendwie so. Das lehnen wir besser mal ab hier. Ich frage mich allerdings, was so diese 40, 50 Dinger da irgendwie kosten. Ich belasse es mal dabei. Wenn jetzt hier gleich der Einfluss runtergeht, dann wird das sicherlich interessant zu sehen sein. Dann weiß ich nämlich auch, welche Auswirkungen der ganze Spaß hat. So. Alter Schwede, ey. Was ein Kampf. Was ein Kampf. So, jetzt kann ich aber auch mein nächstes Projekt machen. Dann nehme ich mal das hier. Oh, erpresse eine Abgabe. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ich frage mich allerdings, wo hier die Atreiden sind. Das scheint hier die tiefere Wüste zu sein.
Oder ich habe hier noch nicht genügend erforscht, das, also erkundet. Das kann natürlich auch sein. Er guckt sich das hier wenigstens etwas genauer an. Das ist schon mal was. So. Ich werde auf jeden Fall jetzt aber hier oben eine meiner Militäreinheiten hin verrücken. Ach nee, Blödsinn, die steht ja hier. Okay, warte mal. Oh, das kostet 5, nee, 300, um hier ein neues Dings zu bauen. Krass. Alter Schwede. So, aber gleich ist die Plastalfabrik wieder da. Das heißt, ich kann jetzt dann hoffentlich richtig rausballern hier, Mensch. Boah, das war jetzt eher unerfreulich. Muss man ja schon mal sagen. Aber glücklicherweise, das Spiel haut einem zwar ordentlich in die Fresse, aber es ist nicht unfair. Es gibt mir eine Chance, das Ganze hier wieder in die Backen hinzukriegen. So, mal gucken, was ist das? Bau abgeschlossen. Und wir haben prompt 34 plus durch diese Plastalfabrik, weil wir halt auch dieses Mineralienvorkommen ausbeuten. Und das gibt mir hier plus 50%. Das ist schon ziemlich geil. Puh. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das mit den Solarien kriege, weil wir haben echt null Geld. Das ist natürlich eher unerfreulich. Was gibt es denn hier? Brennstoffzellenfabrik. Und hier könnte ich Zeremonienhöhlen bauen, wenn ich das Dorf hätte. Ha. Ich muss natürlich auch nochmal mitkriegen, was das hier alles für Sachen sind. Naja, gut. Aber ich glaube. Ich nehme davon jetzt einfach mal das Spice mit. Weil ein bisschen Vorrat könnte nicht schaden. So. Der nimmt dann hier hoffentlich das Spice mit. Genau, das dauert jetzt eine halbe Minute, wie es ausschaut. Genau, und ich schicke das jetzt das Ding hier hin und dann sammelt er das hoffentlich automatisch ein oder so. Mal gucken. Okay. What do you need? As fast as I can. Ah, da arbeitet er dran. Okay, super. Dann können wir hier gleich mal fett. So. Klopfer habe ich nämlich keine mehr. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Das heißt, ich muss mal gucken, wie ich Klopfer herkriege. Hier wird gerade gebastelt. So. Dann muss ich jetzt mal überlegen, wie ich das am gescheitesten mache. Ich könnte hier unten natürlich einen Spice Bazaar basteln. So, wo ist das denn hier? Spice Silos, genau. Was haben wir hier? Windfalle, Wartungszentrum, Schaiholot-Tempel. Nee, ich nehme jetzt erstmal hier das Spice Silos. Können wir auf jeden Fall brauchen. Relevanter Ort untersucht. Okay. Und das gibt jetzt hier ordentlich Spice. Jawohl. 82. Oh, leck um hier. Sehr schön. So, jetzt darfst du auch wieder erkunden fliegen. Handelsanfrage. Okay, jemand möchte mit mir handeln. Mal gucken. Der Harkonnen. What do you want? Nö, du kriegst meine Stimmen nicht. Geh kacken. Der wollte uns jetzt tatsächlich mit Plastal irgendwie. Ja, nee, lass mal. Kaiserliche Propaganda. 30% Autorität. Nett. Kann man brauchen. Mal gucken, was er hier so entdeckt, der Flieger. So, und mit dem Siege hier habe ich einen Wasserhandel, was ich schon mal gut finde. Aber wir sind jetzt hier natürlich noch nicht wirklich auf einer guten Beziehungsstufe. Wir sind bei 26. Und ich muss 100 haben, um. Oh! Plus 20 Solari. Okay, das ist geil. Das nehme ich. Ha! Nett! So. Okay. Hier unten sollte ich dann eventuell auch mal den Leads einsetzen.
Das braucht aber Arbeitskräfte. Wie kriege ich denn jetzt hier mehr Leute? Das ist jetzt natürlich ein bisschen Mist. So, warte mal. Greetings. Du warst aber nicht nett zu mir, ehrlich gesagt. Okay, die Atreiden sind zumindest nicht die Hakonnen. Das können wir jetzt schon mal machen. Ich hoffe mal, er macht damit keinen Mist. Relevanter Ort untersucht. Was haben wir hier? Hier hätte ich Solaris mitnehmen können. Aber wir nehmen das Wissen mit. Wissen ist gut. So. Okay, dann, was haben wir sonst noch? Das hier ist Wasserverkäuferkarawane. Wirb sie an, um Propaganda zu verbreiten. Das kostet 500 Solari. Ja, nee, lass mal. Erpresse eine Abgabe. Hier würden wir Solari kriegen. Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Und hier fliegt ein Atreide durch die Gegend. Okay. Was haben wir denn hier noch für Möglichkeiten? Das hier machen wir. Mal gucken, ob ich noch ein Siege finde. Und was ist das hier? Mafia Darlehen. Die Mafia trachtet danach, ihren Einfluss auszubauen und ist bereit, einiges für deine Hilfe springen zu lassen. Okay. Wenn ich die Spice-Produktion erhöhe, kriege ich 750 Solari und wenn ich 200 Einfluss trade, dann würde ich 1000 kriegen. Nee, haben wir jetzt gerade noch nicht. Da müssen wir noch dran arbeiten. Okay. Mehr Ernteteams kann ich mir gerade auch irgendwie nicht leisten, glaube ich. Muss mal gucken, bis das hier dann mal fertig ist. Was habe ich denn hier gebaut? Windfalle hatte ich gebaut und die Dinger hier. Spice-Sammler, stimmt. Ah, ich müsste einen Spice-Sammler bauen. Okay, dann machen wir das als nächstes. Aber das mit der Arbeitskraft ist natürlich ein bisschen scheiße. Wie kriege ich denn Arbeitskraft? Muss ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwas basteln kann. Nee, kann ich nicht. Hier vielleicht? Nö, auch nicht. Ah, so ein Mist. Ich glaube, ich muss mal wieder Krieg führen oder so. Oh, und hier sind dann auch gleich mal so richtig viele Leute. Wie sieht's hier aus? Hier sind es nur zwei Milizen. Das wäre natürlich freundlich, wenn wir uns das hier noch greifen könnten. Das sind nochmal Mineralien. Naja, okay, machen wir mal weiter. Ist natürlich so ein bisschen ungeil. So. Aber hier haben wir gleich unser Spice-Silo fertig. Das ist schon mal wichtig. Mehr Spice-Produktion. Das ist nett. So, das Gebäude haben wir fertig. Entwicklungsforschung. Oh, ich kann wieder was Neues forschen. Cool. So, unsere Leute brauchen jetzt weniger Instandhaltung für militärische Einheiten und es ist weniger, also weniger Wasser und weniger Vorratsverbrauch. Das ist schon mal gut. Was haben wir denn hier? Mehr Wissen pro kontrolliertem Dorf? Ich glaube aber, ich muss jetzt hier tatsächlich mal so ein bisschen in meine militärischen Sachen investieren. Was haben wir denn hier? Wie kriege ich denn mehr Leute zusammen? Gesundheit auf alle Gebäude, strukturierte Lagerungs-, Baukosten, Bewartungszentrum. Das muss doch hier irgendwie die Möglichkeit geben. Wie ich mehr an mehr Leute komme. Das hier ist alles Aufklärung und Dinge. Das ist jetzt echt natürlich ein bisschen blöd. Ich glaube mal, das hier ist auch nicht unwichtig. Also ich mache jetzt hier erstmal ein bisschen Infiltrationskram und so. Boah, echt schwierig. Aber gut, wer hat denn auch gesagt, dass das hier alles simpel wäre?
niemand. Zumindest komme ich jetzt hier mit dem Spice klar. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich muss jetzt hier nur ein neues Spice-Feld erschließen. Das heißt, ich muss hier einen neuen Sammler bauen. Shai-Hulud-Tempel, Oh, ich habe natürlich kein Plastal dafür. Das ist ein bisschen scheiße. Was haben wir denn sonst noch so? Windfalle. Wartungszentrum. Rekrutierungs... Ah, hier ist ein Rekrutierungsbüro. Das ist natürlich wichtig. Plus 4 Leute. Alter Schwede, ey. Teurer Spaß. So. Wow. Also das ist schon ziemlich heftig, wie wenig man im Grunde bauen kann. Forschungszentrum, Horchposten, Werkstatt. Oh, 2 Hegemonie pro Tag ist natürlich jetzt auch nicht... Ah, scheiße, ey. Ich muss dringend mein Gebiet erweitern. Da geht echt kein Weg dran vorbei, wie es aussieht. Okay. Also bauen wir jetzt hier erstmal so ein Rekrutierungsbüro. Boah, lecko mio, ey. Sehr ärgerlich. Teurer Spaß hier, Mensch. Dabei brauche ich doch ein paar Leute. So, und ich schätze mal, hier muss ich einfach auch ein bisschen Muniz noch bauen. Das kostet natürlich gleich mal 5 Leute. Wow. Also im Ernst, wie soll man das denn hinkriegen, wenn man pro Gebiet nur 3 Sachen bauen darf? Also maximal 2 erstmal und dann über teures Geld hier ausbauen. Puh, frech. Also das ist schon heftig. Das finde ich schon ziemlich krass irgendwie. So, dann schauen wir doch mal, wie unsere... warte mal, nicht das hier. Wo waren denn jetzt unsere Agenten? Okay, die muss ich jetzt erstmal wiederfinden. Oh, es werden immer weniger Leute. Ich hoffe mal, das Gebäude wird hier bald gebaut. Oh Mann. Ihr Lieben, an dieser Stelle werde ich mich aber mal verabschieden. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim wahrscheinlich schlechtesten Fremen der Galaxis. Aber irgendwann kriegen wir das hier schon hin. Also macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin und tschüss.